Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Ganz besonders begrüßt werden heute alle Väter. Ich hoffe, Sie hatten und haben einen schönen Tag. Den Feiertag heute verdanken wir dem christlichen Fest Christi Himmelfahrt. Immer genau 40 Tage nach Ostern erinnert es an den Tag, an dem Jesus nach seiner Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren sein soll. Hier ist auch die Verbindung zum Vatertag. Der ist allerdings um einiges jünger als das Fest Christi Himmelfahrt. Ja, so viel zur Bedeutung des heutigen Tages. Jetzt der Blick auf die Allgäu-Themen. Vom Becken auf den Teller, Gunzes Riederin züchtet Saiblinge. Jugendparlament und neuer Wahlkampf, das politische Interesse der Memminger Jugend. Und der Schatz im Stadtarchiv, Memmingen katalogisiert, Wiegendrucke aus dem 15. Jahrhundert. Das Wetter im Allgäu. Kühl ist es noch, aber die Sonne setzt sich immer mehr durch. Unser erster Beitrag passt heute gut zum Feiertag Christi Himmelfahrt, denn der Fisch gilt ja als ein Symbol für Jesus Christus. Das kommt daher, dass die Urchristen das griechische Wort für Fisch als Geheimcode benutzten, um sich vor Entdeckung zu schützen. Und Sie kennen ja vielleicht zum Beispiel auch die kleinen Fischautoaufkleber. Sie haben in diesem alten Geheimcode ihren Ursprung. Jetzt wird es aber ganz weltlich. Es geht um den Saibling, einen besonders gefragten und feinen Fisch, der aber nicht ganz einfach in der Aufzucht ist. In der Bergfischzucht in Gunzesried wächst er etwa 3 Jahre heran, bis er ein Gewicht von etwa 500 Gramm erreicht hat. Es wuselt und wimmelt. Saiblinge über Saiblinge tummeln sich in diesen Gewässern. Pro Jahr wachsen von den rund 30.000 Eiern etwa 75% zu größeren Fischen heran, die hier in den Becken der Fischzucht in Gunzesried versorgt werden. Heute siedelt Petra Bindseil einen Teil der Fische um. Die mit dem roten Bauch sind Männchen, die mit dem silbernen sind Weibchen. Zunächst müssen sie gewogen werden, ehe die Fische in ihr neues Becken kommen. In der Bergfischzucht werden ausschließlich Saiblinge gezüchtet, erzählt die Betreiberin. Das ist einer der hochwertigsten Süßwasserfische. Er hat einfach ein feines Aroma und vom Fleisch her ist er einfach fest. Also es gehört ja natürlich zu den Salmoniden, da gehört die Forelle dazu, die Esche dazu. Also es sind verschiedene Arten innerhalb der Familie, aber der Saibling ist einfach der hochwertigste, weil er auch sehr hohe Ansprüche an Wasserqualität und vor allem, wie gesagt, Temperatur hat. Die Fische mögen es nämlich kalt. Das Wasser in dieser Zucht hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 6 bis 8 Grad. Es kommt aus einer Quelle. Ja, die Wasserlage ist hervorragend. Wir haben schon gedacht, weil wir so keinen Schnee gehabt haben, und das merkt man natürlich schon, wenn man viel Schnee ins Frühjahr noch rein hat und die Berge quasi das Schmelzwasser noch lang speichern können. Und da haben wir dieses Jahr schon ein bisschen Sorge gehabt, dass es vielleicht nicht reichen könnte. Aber die derzeitige Situation sieht gut aus. Eine weitere Herausforderung bleibt der Reiher, der immer wieder sein Unwesen treibt und in Windeseile die Fische verschlingt, die in mühevoller, jahrelanger Arbeit hier aufgezogen werden. Im Durchschnitt sind die Fische nach etwa 3 Jahren Lebenszeit etwa 500 Gramm schwer und können geräuchert werden. Dafür werden sie von Petra Bindseil gerade vorbereitet. Also ich mache hier einen Querschnitt. Kipp mein Messer quasi auf die Mittelgräte, das merkt man dann ganz deutlich. Hab mir einen bestimmten Druck an der Mittelgräte entlang. Wichtig ist auch, dass man ein sehr, sehr scharfes Messer hat und eben ein bisschen eine flexible Klinge. Gegenseite das Gleiche. Ich kipp mein Messer wieder auf die Mittelgräte und fahre da entlang und habe jetzt hier mal 2 Filets, wo die Rippen noch dran sind. Die schäle ich mir dann so knapp ab, und je weniger Filet wieder an der Rippen haftet, umso ökonomischer ist es. Weil das ist beim Rohfisch filetieren immer so ein bisschen Problem, dass sehr, sehr viel Abfall ist. Währenddessen bei einem ganzen Fisch, wenn man in der Pfanne brutzelt, hat man viel mehr Ausbeute vom Filet. Das kommen viele Leute kommen mit den Gräten nicht ganz so zurecht. Darum ist schon viel, dass Filets gehen, aber ökonomischer und von der Ausbeute her sinnvoller ist eigentlich ein ganzer Fisch zum Braten. Einen ganzen Fisch zu braten erzeugt also weniger Abfälle.
Um das Lebewesen aber trotzdem, so gut es geht, vollumfänglich zu verwerten, werden diese Karkassen für die Fischsuppe verwendet. Ob geräuchert oder nicht, der Saibling schmeckt nicht nur gut, er ist, dank seines Anteils ungesättigter Fettsäuren, auch gut für die Gesundheit. Jetzt gleich geht's bei uns um Politik und das, was die junge Generation daran interessiert. Wir schauen ins Jugendparlament Memmingen, dann auf den neuen jungen OB in Memmingen und dann noch auf die Diskussion, ob das Wahlalter auf 16 herabgesetzt werden sollte. Bis gleich. Wir sind heute in Kempten bei Dekra, um unser Auto fit für den Sommer zu machen. Und das können Sie auch. RSA und Dekra bieten im Mai kostenlose Sicherheitschecks in Kempten, Sonthofen und Lindau. Denn besser, Sie starten sicher in die Urlaubssaison. Alle Termine und Infos finden Sie auf rsa-radio.de. Wir sehen uns. Dekra. Mit Sicherheit gute Fahrt. Hosp. Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Diesen Samstag am 20. Mai sehen wir uns zum Sicherheitscheck bei Dekra in Lindau in der Bregenzerstraße. Bitte melden Sie sich an und reservieren sich Ihren Sicherheitscheck für Ihr Auto. Alle Termine und Infos finden Sie auf rsa-radio.de. Wir sehen uns. Dekra. Mit Sicherheit gute Fahrt. Unsere Heimat, die Goldsteig-Wald- und Bauernregion, vom Bayerwald bis zum Böhmerwald. Wir Goldsteig-Landwirte verzichten auf Gentechnik und genießen, was echt und gut ist. Unsere naturreine Milch schmeckt man in jedem nussig feinen Goldsteig-Emmentaler. Wild, unsere Natur, echt unser Geschmack. Goldsteig-Käsespezialitäten. Willkommen bei der Demenzwohngruppe für selbstbestimmtes Wohnen in Bolsterlang. Wir bieten professionelle Pflege in einem exklusiven Ambiente. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.haarmacher-gesundheitsdienste.de. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Willkommen zurück und bei uns geht's jetzt ohne Kompakt direkt zum Wetter. Und es ist kaum zu glauben, aber wahr, wir dürfen endlich die Regenschirme schließen, die Jacken zur Seite hängen und aufatmen. Wir bekommen endlich etwas Sonne. Die ganzen Aussichten gibt's jetzt. Heute Nacht ist der Himmel über dem Allgäu größtenteils bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 4 bis 6 Grad. Am Vormittag lockert sich die Wolkendecke etwas auf und örtlich kann es sonnig werden. Nachmittags ist wieder das Gegenteil angesagt. Die Bewölkung verdichtet sich gebietsweise stark und es kann vor allem in Teilen des Ost- und Oberallgäus, aber auch im Landkreis Lindau zu Regenschauern kommen. In den Bergen wird es morgen zwar auch teilweise bewölkt, aber es bleibt trocken. Richtig sonnig wird es auf dem Nebelhorn bei Werten um die 6 Grad. Bis zu 13 Grad gibt's in Ofterschwang-Gunzesried. Der Blick auf die kommenden Tage. Am Wochenende wird es teils bewölkt, teils sonnig. Regen ist vorerst nicht in Sicht. Die Werte steigen bis zum Montag immer weiter an. Und der Start in die neue Woche wird wirklich schön. Bei Temperaturen um die 23 Grad und reichlich Sonnenschein. Wer einen Blick auf die Straße wirft, der bemerkt, dass sich die Jugend politisch nicht mehr verstecken, sondern mitsprechen will. Themen wie der Klimawandel sind es, die dafür sorgen, dass sich junge Menschen freitags statt für die Schule fürs Demonstrieren entscheiden. Andere kleben sich für ihre politischen Ziele auf Asphalt. Oft sind das Ziele, die eher die Weltpolitik betreffen. Aber wie sieht es mit politischem Engagement in der eigenen Stadt oder dem eigenen Dorf aus? Wir haben in Memmingen nachgefragt. Schwierig. So lautet die kurze, aber deutliche Einschätzung des Memminger Jugendreferents Bastian Dörr zum politischen Engagement der städtischen Jugend. Nach einer Erklärung dafür muss er nicht lange suchen. Er sieht das größte Problem darin, die Jugendlichen zu motivieren. Denn sie sind erst ab 18 wahlberechtigt und so fehlt ihnen das Gefühl, etwas verändern zu können. Laut Bastian Dörr ist es wichtig, die Jugendlichen bei Entscheidungen der Stadt mitzunehmen. Also ganz, ganz wichtig ist eine Einbindung.
Also egal bei was, also dass man einfach die Jugendlichen einbindet und ihnen auch im Prinzip das Gefühl verschafft, dass sie wirklich was zum Sagen haben, ja, und dass sie auch was bewirken können, weil wenn sie nämlich nur weinen, okay, ich kann jetzt meine Ideen zwar anbringen, aber ich habe jetzt irgendwie nichts bewirkt mit der Idee, dann, ja, dann bringt es nichts. Also immer ein offenes Ohr haben, ganz, ganz wichtig. Und ich sage auch, was wirklich wichtig ist, das mache ich schon jahrelang so, weil ich viel in der Jugendarbeit eben tätig bin, man muss immer auf einer Augenhöhe sein und nie von oben herab, weil das ist manchmal schwierig, gerade in der Politik. Deutlich engagierter und interessierter seien die Jugendlichen, wenn es um Themen geht, die sie direkt betreffen, wie der Umbau des Skateparks auf dem Gelände der Landesgartenschau. Solche Punkte werden im Memminger Jugendparlament diskutiert, durch das auch Jugendliche in die Stadtentwicklung eingebunden werden sollen. Also wir treffen uns immer so einmal im Monat, zweimal im Monat zusammen und dann schreiben wir halt so Ideen auf, was wir so für Ideen haben, was wir machen könnten, welche Aktionen oder wie man die Stadt Memmingen verbessern könnte. Die schreiben wir dann auf einen Zettel und dann irgendwann ist eine publique Veranstaltung, wo dann auch der Bürgermeister mit drin sitzt, dann besprechen wir alle Themen, ob man die durchsetzen kann, ob man sie nicht durchsetzen kann. Und dann, das letzte Mal haben wir dann gevotet mit Stickern, wie gut das ankommen würde bei allen. Und das versuchen wir dann natürlich, wenn es gut angekommen ist, auch durchzusetzen. Das Jugendparlament setzt sich aus Vertretern aller Memminger Schulen zusammen, die jedes Schuljahr neu gewählt werden. Die 17-jährige Mara Treptejanda sitzt für die Wirtschaftsschule im Gremium und sieht es als Chance, um als Jugendliche in der Stadtpolitik mitzusprechen. Damit auch die Interessen von Jugendlichen vertreten sind, weil die Erwachsenen versuchen es zwar, aber die verstehen ja nicht ganz so, was die heutige Jugend will. Und so finde ich das gut, wenn die Jugend für sich selber sich einsetzt und dann auch Ideen bringt, was heutzutage den Leuten gefallen könnte und wo sie mehr Interesse zeigen können daran. Auch bei der letzten OB-Wahl in Memmingen war der Einfluss der Jugend spürbar. Denn der Wahlkampf wurde in seinen Methoden deutlich verjüngt. Der Stadtjugendring veranstaltete einen Bowlingabend mit den Kandidaten und die sozialen Medien nahmen eine größere Rolle ein als in den Vorjahren. Also die Medien der Jugend sind halt einfach nicht mehr die Zeitungen und irgendwelche Blätter, wo man halt einfach durchblättert oder ein Flugblatt, sondern die Medien der Jugend ist einfach Social Media, egal ob es jetzt TikTok, Instagram oder was auch immer ist. Darüber gehen die Jugendlichen, darüber holen die sich ihren Input. Ja? Und das war auch schon bei uns in der Stadtratswahl damals so, dass wir gesagt haben, ah, wir wollen eigentlich weg von diesem Straßenwahlkampf, wir drücken irgendjemanden einen Zettel in die Hand und wollen einfach zeigen, wie wir wirklich sind. Ja? Weil von 5 Minuten auf der Straße schwätzen kann ich niemandem zeigen, wie ich eigentlich bin. Und das kann ich in Social Media sehr, sehr gut machen und die Leute gehen da auch viel mehr drauf. Also man merkt es in allen Wahlkämpfen, dass es einfach immer noch viel mehr in die Richtung geht. Der Memminger Jugendreferent Bastian Dörr erwartet, dass sich der Wahlkampf in Zukunft noch weiter, Stück für Stück der jüngeren Generation annähern wird. Denn die, die ihr Kreuz jetzt noch nicht setzen dürfen, sind die Wähler der Zukunft, die es abzuholen gilt. Ja, das will sicher auch der neue Oberbürgermeister von Memmingen, Jan Rothenbacher. Mit seinen 30 Jahren hat er es auf der politischen Karriereleiter schon weit nach oben geschafft. Möglich ist das, weil er sich schon früh aktiv in der Politik engagiert hat. Über sein politisches Interesse in jungen Jahren und den Weg in die aktive Politik haben wir mit ihm gesprochen. Herr Rothenbacher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn man über junge Menschen spricht, die sich entscheiden, in die Politik zu gehen, da sind Sie ja ein Paradebeispiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ein junger Mann, der es jetzt schon doch sehr weit gebracht hat. Gehen wir mal an die Anfänge zurück. Warum haben Sie sich als junger Mensch dann entschieden, sich politisch zu engagieren und auch so weit in die Politik gehen zu wollen? Also, dass es so weit geht, das war jetzt gar nie irgendwie groß geplant oder dass ich mir das irgendwie jetzt vorgenommen hätte. Bei mir war es tatsächlich damals, als ich einfach zum ersten Mal wählen durfte in der Landtagswahl und mich dann damit auseinandergesetzt habe und gefragt habe, okay, was gibt es eigentlich für Parteien? Auch so ein bisschen über das hinausgehend, was man jetzt so in der Tagesberichterstattung einfach sieht. Da kann man ja immer nur so viel schreiben. Und ich habe mir damals tatsächlich einfach von allen im Parlament vertretenen Parteien die Infoprogramme kommen lassen. So ganz analog damals noch, 2011. Beziehungsweise 2010 war es, glaube ich, sogar noch. Und habe mir das einfach mal durchgelesen. Also ich war ja dann im Württembergischen, CDU, SPD, FDP, Grüne, was es da einfach so gab. Und fand dann das von der SPD so mit am passendsten und fand es ganz spannend. Und bin dann aber auch tatsächlich, einfach weil ich mit Leuten aus den unterschiedlichsten Parteien auch mal Gespräche gesucht habe, so nochmal dieses Persönliche, habe mich dann die SPD tatsächlich so überzeugt, gerade
Ich kann den Namen ja sagen, Harald Kechler, ein pensionierter Lehrer bei mir aus meinem Heimatort, mit dem ich einfach gerade auf dem Weg immer zur Schule, wir haben uns den Pendelweg geteilt, viele Gespräche gehabt habe und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, ach komm, ich mache da einfach mal mit, mich interessiert das. Und bin da so reingekommen, einfach so Mitgliedschaft ganz normal. Es hat dann auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt, bis ich zum Studieren weggezogen bin. Und erst an meinem Studienort hat es dann so richtig losgelegt, weil da hatte man auf einmal dann auch natürlich die Jugendgruppen, andere Jugendliche, die sich interessiert haben, die sich engagiert haben in verschiedensten Parteien. Und da kam man dann so rein und ich sag's mal, dass es jetzt heute so weit ist, wie es ist. Das war so ein gewachsener Prozess. Man bringt sich ein und lernt es kennen, engagiert sich und das ist wie in vielen anderen Vereinen auch. Ich glaube, viele Jugendtrainer oder so kennen das. Im einen Moment spielt man irgendwo, keine Ahnung, beim Fußball mit. Auf einmal ist man Jugendtrainer und zack, im Vorstand. So. Und hier war das ja auch so, dass man sich engagiert, man weiß, man kann es. Ich habe ja Verwaltung studiert und dann stand die Wahl an und man überlegt sich, okay, was ist mir wichtig, wo kann ich mich einbringen, auch so mit Blick auf die Familie. Und ja, dann wirft man seinen Hut in den Ring und dann ist das so. Und wenn man natürlich zurückguckt, wirkt es immer wie so eine gerade Linie, aber eigentlich war es halt immer so eine Entscheidung, die einen dann so zur nächsten führt, wo man jetzt gar keinen großen Masterplan hatte. Was war denn das, was Sie als jungen Menschen an der Politik gehalten hat, sage ich auch mal, dass Sie dabei geblieben sind und sich nicht nur die Programme geholt haben, und dann, ja, sondern dass Sie dabei geblieben sind? Es waren tatsächlich die alten Menschen. Also, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wir haben ja schon ganz unterschiedlich große Jahrgänge. Und jetzt haben wir natürlich gerade die Babyboomer, die jetzt in den nächsten Jahren auch in Rente gehen und die dann ganz großen Einfluss haben auf unsere Politik. Und ich sehe es einfach so, dass wir viele, viele Themen haben, wo gerade junge Menschen ihre Perspektive gar nicht so groß einbringen können oder wollen, wo manches vielleicht hinten runterfällt, das gar nicht irgendwie jetzt eine besondere Teilmeinung ist, sondern einfach die der jungen Menschen, aber die nicht so gehört wird. Und das war dann immer wieder, egal wie frustriert ich war, wie sehr mich vielleicht auch meine Entscheidung geärgert hat, der Moment, wo ich dachte, okay, komm, wenn ich es jetzt sein lasse, dann sind da wieder halt nur die gleichen 10 Leute, die sonst immer Entscheidungen treffen. Und dann wird es ja auch nicht besser. Und deswegen, ich bin tatsächlich meistens aus Trotz in der Politik geblieben. Und irgendwie hat mich der Trotz dann ja jetzt nach vorne gebracht. Würden Sie Ihnen sagen, dass es ein Vorteil ist, wenn man jung in die Politik geht? Ob es ein Vorteil ist, man hat immer eine andere Perspektive. Also man geht ja aus einer gewissen Betroffenheit dann auch an die Themen ran. Keine Ahnung, wenn es jetzt um Kindergärten geht, da habe ich es halt selber einen Einblick. Was klappt nicht. Wenn man manches Projekt auch sieht, ganz ehrlich, wir haben ein Riesenprojekt mit dem Klinikum. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Aber Tatsache ist, wenn das Klinikum fertig wird, jetzt planen wir aktuell mit 2029, aber selbst wenn es später werden sollte, da bin ich ja noch immer voll dabei. Also 2030, da bin ich noch immer keine 40. Also das sind andere Zeitlinien, wo man für sich selber sagt, jawohl, das gehe ich natürlich an. Ich hab einen so langen Blick, weil mich so lange auch die Politik noch aktiv betrifft oder auch das Leben einfach. Mich schreckt nichts mit, ja, das dauert jetzt 10 Jahre, weil so what? Herr Rothenbacher, dann sage ich vielen Dank. Ach, gerne. Ja, junge Menschen sind eine wichtige Stimme in der Politik und sollten deshalb auch schon früher ihre Stimme abgeben können. So zumindest argumentiert das Bündnis Vote 16, das sich aktuell dafür einsetzt, dass das Wahlalter in Bayern herabgesetzt werden soll. Ab 16 Jahren sollen Bayerinnen und Bayern bei Landtags- und Kommunalwahlen ihr Kreuzchen machen dürfen. Über Vorurteile gegenüber jungen Wählern und dem Vorhaben des Bündnisses haben wir mit einer Mitorganisatorin gesprochen. Wählen ab 16. Warum? Das Wahlrecht ab 16 ist eine der relevantesten Möglichkeiten, um unsere Demokratie zu stärken. Weil wer früh anfängt zu wählen, der wählt statistisch gesehen auch länger und wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit Nichtwähler, also er bleibt der Demokratie als Wähler erhalten und der wählt auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit innerhalb der demokratischen Mitte. Also das Wahlrecht ab 16 ist einer der ganz, ganz wichtigen Mechanismen, um unsere Demokratie auch in der Zukunft stark zu halten. Kritiker sagen, mit 16 ist man unreif und beeinflussbar. Was sagt ihr?
Wer jungen Menschen vertraut, als Sanitäter Leben zu retten oder eine Ausbildung bei der Polizei zu beginnen oder einfach als Steuerzahler unser Sozialsystem zu finanzieren, der sollte ihm vielleicht auch eine Stimme im politischen Prozess einräumen. Und zum Thema Beeinflussung, ich glaube, das ist auch wieder ein Beispiel, wo wir unfaire Kriterien an junge Menschen anlegen. Also gerade während Corona haben wir auch gemerkt, dass ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft beeinflussbar sind, beispielsweise in irgendwelchen Telegram-Gruppen, in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Also Beeinflussbarkeit oder vielleicht fehlende Reife im Umgang mit digitalen Medien oder sozialen Medien, die sehen wir in allen Altersschichten, nicht nur in der jungen Generation. Ich habe sie ehrlicherweise eher in der älteren Generation erlebt. Und da brauchen wir eben Maßnahmen wie mehr politische Bildung oder mehr Schulung dazu, wie man eigentlich mit digitalen und sozialen Medien umgeht. Aber das hat mit der Berechtigung per se eine Wahlentscheidung wahrzunehmen, in meinen Augen nicht zu tun. Und das sind zwei separate Debatten, die wir auch separat führen sollten. Jetzt werden Unterschriften gesammelt. Aber wie geht's dann weiter? Also es gibt effektiv drei Schritte. Der erste Schritt ist die Sammlung von 25.000 Zulassungsunterschriften. Das ist die Unterschriftensammlungsaktion, die wir jetzt starten. Wenn man die gesammelt hat, dann reicht man die beim Staatsministerium des Innern ein. Die prüfen, ob das Vorhaben grundsätzlich zulässig ist, ob die Unterschriften passen. Und dann legt das Staatsministerium einen 14-tägigen Zeitraum fest, wo 10% der bayerischen Wahlbevölkerung sich in den Rathäusern für dieses Vorhaben eintragen muss. Also da gibt es keine Wahl, es gibt keine Wahlbenachrichtigung oder sowas, sondern jeder muss von sich aus sagen, okay, heute nehme ich mir Zeit, mich für dieses Vorhaben stark zu machen. Wenn das erfolgreich ist, dann landet das Ganze im Landtag. Und bei uns ist nochmal der spezielle Punkt, weil wir eine Verfassungsänderung anstreben. Jede Verfassungsänderung in Bayern braucht einen Volksentscheid. Das heißt, es gäbe bei uns am Ende nochmal einen Volksentscheid, der abläuft wie eine ganz normale Wahl. Und ab wann könnte das Wahlrecht ab 16 dann gelten? Also zur letzten Landtagswahl werden wir es leider nicht mehr schaffen, weil der ganze Prozess doch recht lang ist. Aber wo es auf jeden Fall dann funktionieren würde, wäre die Kommunalwahl 2026. Das wäre die nächste Wahl auf Landesebene, wo wir mit einem Wahlalter ab 16 rechnen können, wenn wir denn Erfolg haben. Das Spannende ist, dass ja zur Europawahl bereits Jugendliche in ganz Bayern abstimmen dürfen. Weil das ja durch den Bundesgesetzgeber zuletzt durchgesetzt wurde. Also wir haben in Bayern nächstes Jahr schon die erste Wahl mit Wahlalter ab 16, aber eben noch nicht auf Kommunal- und Landesebene. Aber es würde vermutlich die nächste Kommunalwahl betreffen. Wählen schon ab 16, das waren die Argumente dafür von einer der Mitgründerinnen von Vote 16. Wer eine Inkunabel besitzt, hat unter Umständen einen großen Schatz zu Hause. Denn diese ersten Drucke der Buchkunst können astronomische Preise erzielen. Außerdem sind sie natürlich auch echte Zeitzeugen der mittelalterlichen Geschichte. Das Memminger Stadtarchiv lässt uns gleich mal reinschauen in ihre Buchschätze. Holen auch Sie sich die Natur in Ihr Zuhause. Mit unserem barrierefreien Bungalow in Holzbauweise. Genießen Sie das Gefühl von Geborgenheit und die natürliche Wärme. Gesund und energieeffizient leben. Clever, günstig wohnen. regio-systemhaus.de. Es ist soweit. Alpachtal. Das ist Tirol. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Alpachtal. Das ist Tirol. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich.
Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Im Memminger Stadtarchiv schlummert ein Schatz. Fast 600 sogenannte Wiegendrucke oder auch Inkunabeln werden hier bewahrt. Inkunabeln sind Bücher und Schriften aus dem Beginn des Buchdrucks zwischen 1454 und 1500. Diese Schriften wurden in den vergangenen Jahren untersucht und katalogisiert. Jetzt sind der Katalog und einige der historischen Bücher in Memmingen vorgestellt worden. Sie erzählen Geschichte und Geschichten über die Reichsstadt Memmingen, die Kirche, das Leben im 15. Jahrhundert. Und sie waren lange nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die rund 600 Inkunabeln, die seitdem im Archiv der Stadt Memmingen schlummerten, sind jetzt ans Tageslicht befördert worden. Im Antonitermuseum werden Teile der wertvollen Sammlung jetzt ausgestellt. Ich denke, sie ist so besonders wertvoll, weil sie ja auch diesen Bogen zu einfach unsere Historie schlägt. Ja, die Freie Reichsstadt Memmingen ist ja auch ein Begriff, den man heute weiterhin auch regelmäßig hört und es auch als identitätsstiftendes Grundvermögen ein bisschen. Das sind ja wirklich Dokumente, die ganz weit zurückgehen, die viele prägende Figuren der Memminger Geschichte von den Antonitern über Buchdrucker, Philosophen, Prediger mit abdecken. Da zieht sich einfach ganz viel des Memminger Selbstverständnisses draus. Sämtliche Bücher und Schriften wurden von der britischen Historikerin und Expertin für frühe Buchdrucke Dr. Claire Bolton gesichtet, untersucht und katalogisiert. Die Sammlung an Inkunabeln in Memmingen hält sie für besonders. Es ist eine tolle Sammlung und ich habe sie mit ein paar anderen Katalogen verglichen, einem aus Ulm, wo es eine ähnliche Anzahl an Büchern gibt, aber Ulm ist eine viel größere Stadt. Also ich denke, das ist vielleicht eher repräsentativ für Memmingen. Es ist keine Kleinstadt, aber auch keine riesige Stadt. In England wären 600 Inkunabeln in einer Kleinstadt erstaunlich. Ich habe anderen englischen Historikern davon erzählt und die sagten nur, oh wow. Und dann habe ich gesagt, dass es in Deutschland ist. Und dann haben sie gesagt, ah, natürlich. Deutschland hat ohnehin eine gute Sammlung früher Buchdrucke, aber ich denke, die in Memmingen ist auch wichtig. Insgesamt 8 Jahre hat Claire Bolton die alten Schriften auf Druck, Illustration, Autoren und Herkunft untersucht und gesichtet und schließlich katalogisiert und digitalisiert. Die Bücher sind nicht nur aufgrund ihres Alters wertvoll, sondern sie waren es schon bei ihrem Erscheinen vor über 500 Jahren, sagt sie. Sie wurden alle in den ersten 50 Jahren nach Erfindung des Buchdrucks gedruckt und sie haben überlebt. Beides zusammen ist meiner Meinung nach der Beginn der ersten Medienexplosion. Jetzt haben wir Computer, aber der Buchdruck hat das Gleiche bei der Verbreitung von Wissen bewirkt. Er war also ziemlich wichtig. Und die Bücher sind bis heute in Memmingen. Informationen aus dem Spätmittelalter sind heute noch wichtig. Ohne Schriften wie diese wüsste man nichts über den Memminger Bürger Sebastian Lotzer und seine Mitarbeit an den 12 Bauernartikeln. Auch über den Ursprung des Fischertages, der in einem Protokoll aus dem Jahr 1519 erwähnt wird, wüsste man vielleicht nichts. Die Inhalte der Bücher waren damals nur wenigen zugänglich. Und auch heute gibt es gute, meist konservatorische Gründe, die Werke im Verborgenen zu halten. Dennoch werden einige noch bis zum 19. Juni ausgestellt. Und digital kann man sich die Werke auch anschauen. Und das waren sie auch schon, die Allgäu-TV-Nachrichten am Feiertag. Brückentag haben wir morgen keinen. Es gibt also wie gewohnt eine aktuelle Sendung am Freitag. Schönen Abend noch.